Frage: Braucht eine Polizei ein Formel-1-Auto? Die Polizei in Abu Dhabi offensichtlich schon. Schließlich muss sie ja Verbrecher jagen und fangen. Da kommt es eben auf die Geschwindigkeit an. Genauso rätselhaft ist die Anschaffung eines Rolls-Royce Phantoms. Letzte Woche präsentierte die Abu Dhabische Polizei ihre neue Errungenschaft. Das Auto soll zu Promozwecken eingesetzt werden, um das Image der Polizei zu pflegen. Ein Ausstellungsstück also. Dies könnte aber auch der Versuch sein, der Polizei Dubai etwas Konkurrenz zu machen. Die hat den geilsten Polizeifuhrpark weltweit. Dazu gehören ein Ferrari FF, ein Lamborghini Aventador, ein Aston Martin 177, ein Bentley Continental JT und. Ja, das Land ist reich, die Bevölkerung ist zufrieden und ruhig, die Polizei muss hier nicht mehr für Sicherheit und Ordnung sorgen, sie kann sich auf die wichtigen Sachen im Leben konzentrieren. Schöne Autos eben. Tja, und währenddessen brennen die Opel Zafiras der Polizei in Frankfurt. Blockupy, eine friedliche Protestbewegung gegen die Macht der Banken und den Kapitalismus. Am Mittwochmorgen in Frankfurt sah das eher aus wie gewalttätiger Frühsport für Langzeitstudenten. Klar hat man Hass auf den Staat, wenn es kein BAföG gibt, nur weil Mutti Oberstudienrätin ist und Vati Rechtsanwalt. Und wenn ungewaschene Haare als Protest nicht mehr reichen, ja, dann kommt so eine Demonstration natürlich gerade recht. Ja, ich habe auf dem Dachboden die Klischeekiste gefunden. Vielleicht sind es gar keine saufenden, Arbeiterlieder singenden, ungewaschenen Mitzwanziger. Die Kollegen von Spiegel Online haben investigativ recherchiert und die Protestierenden im Zug nach Frankfurt begleitet. Aber das sind doch alles keine gewaltbereiten Schläger. Nein, aber sie tun auch nichts gegen die gewaltbereiten Schläger in ihren eigenen Reihen. Ist ja klar, die sorgen auch für ein bisschen Stimmung. Wie gut dieser häufig kritisierte Staat dann doch funktioniert, zeigt sich ja nicht zuletzt daran, dass die Polizei Steinewerfer nicht mit Steinen bewirft. Liebe Demonstranten, ihr habt ja mit so vielem Recht. Aber am Mittwoch, da stand oben hinter der Glasfassade der ehemalige Vizepräsident von Goldman Sachs, Mario Draghi. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass der sich ins Fäustchen gelacht hat angesichts eurer Blödheit. Ein Mann, der die Weltwirtschaft ins Wanken gebracht hat und jetzt verspricht, Europa finanziell zu stabilisieren. Und wenn dann noch der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Bank kommt und Verständnis für euch äußert, ja, dann könnt ihr euch ziemlich sicher sein, dass eure Proteste versagt haben. Wir zäumen diese Nachricht heute mal von hinten auf. Bischof William Justice von der St. Mary's Cathedral in San Francisco. Now we are sorry that our intentions have been misunderstood. Er wurde missverstanden. Warum? Er ließ eine Sprinkleranlage installieren, die an allen vier Türen jede Nacht alle halbe Stunde Wasser von der Decke regnen ließ. Und zwar auf Obdachlose, die sich dort niederlassen wollten. Was man daran missverstehen kann? Nächstenliebe? Barmherzigkeit? Common Sense? The purpose was to make the cathedral grounds as well as the homeless people who happen to be on the grounds safer. Nun macht Bischof William Justice seinem Namen alle Ehre, entschuldigt sich und lässt die Sprinkleranlage abstellen. Wir haben unseren Obdachlosen Harald gar nicht erst gefragt, was er davon hält, aber die neue Folge ist jetzt online. Die Schweizer kaufen gerne in Deutschland ein. Naja, und da wollte die Schweizer Armee auch mal mitmachen und hat sich bei Airbus Defence and Space vor ein paar Jahren ein neues Radarsystem gekauft. Für schlappe 300 Millionen Euro. Und was bekommt man in Deutschland an Rüstungsgütern für 300 Millionen Euro? Einen Haufen Schrott. Das Ding funktioniert nicht, pünktlich fertig wird es auch nicht. Wenigstens darauf ist Verlass. Was ist das Problem? In der Schweiz gibt es erstaunlicherweise Berge. Schlecht für ein Radarsystem.
Und jetzt erkennt es, und das ist kein Witz, Kühe als feindliche Objekte. Wahrscheinlich sind diese Jagdgeschwader schuld an diesem kleinen, aber fehlgeleiteten Lernprozess des Systems. Und wenn es irgendwo Schrott im Rüstungsbereich zu kaufen gibt, ist die Bundeswehr natürlich ganz weit vorne mit dabei. Sie hat sich das Ding auch bestellt. Fragt sich jetzt nur, wen das System hier in Deutschland als Feind ausmachen wird. Folgerichtig wäre eigentlich... Nein! Darf ich mich vorstellen? So sieht ein sozialistischer Internet-Taliban aus, mit Bart und so, ganz schrecklich. Denn so bezeichnet ich meine EU-Kommissar Günther Oettinger solche Menschen, die sich für die Netzneutralität aussprechen. Netzneutralität, da haben wir wieder und zwar gerade in Deutschland, Taliban-ähnliche Entwicklungen. Da ist die Netzgemeinde, da sind die Piraten unterwegs, da geht es um perfekte Gleichmacherei. Taliban heißt auf Deutsch übrigens Schüler und nach dieser Definition ist Oettinger dann wohl ein Talib, der Internetprovider. Denn seine ach so tollen Beispiele, wieso wir die Netzneutralität abschaffen sollten, sind in der Regel von der Telekom-Lobby vorformuliert und so auch dieser Klassiker hier. Ist es wichtiger, dass im Auto hinten rechts hockt die 6-jährige Tochter und lädt sich Musik runter, YouTube, hinten links hockt der 9-jährige Bengel und macht irgendwelche Games? Ist es wichtig, dass die beiden in Echtzeit oder dass das Alte vorne links in Echtzeit hört, von rechts kommt jemand? Ich finde, YouTube herunterladen hat ein paar Sekunden Zeit. Ich finde, das Game kann man auch mal irgendwo nicht perfekt auf dem Bildschirm sein. Das klingt für den Laien sicher sehr einleuchtend, hat aber ein paar Haken. Die meisten wichtigen Sicherheitsinformationen kommen nämlich über Sensoren am Auto oder per Funk von der Ampel, nicht aber über das Internet, denn autonom fahrende Autos brauchen keine Internetverbindung, sonst würden sie im Tunnel Probleme bekommen. Und abgesehen davon ist das wie bei eurer Fritzbox zu Hause. Man kann einstellen, welche Daten priorisiert werden. Dafür braucht es kein blödes Gesetz. Wenn der kleine Bruder gerade runterlädt, dann könnt ihr das drosseln, damit ihr unsere tollen Videos nicht ruckelig anschauen müsst. Sprich, natürlich soll die Sicherheit im Auto vor den Games der Kinder stehen. Nur das muss nicht unbedingt der Provider regeln. Denn dem geht es in Wirklichkeit um das große Geschäft mit Premium-Diensten wie Netflix und nicht darum, ob es irgendwelche sinnvollen oder pseudosinnvollen Ausnahmen gibt, für die man dann auch andere technische Lösungen finden könnte.